Mein Name ist Francis, bin 28 Jahre und komme hier aus Berlin. Das ist das Most Wanted Tattoo und Piercing Studio. Ich arbeite hier als Piercing-Artistin und dann gibt es noch 5 weitere Kollegen, die als Tattoo-Artist hier arbeiten. Also, wir feiern jetzt am 27.09. feiern wir hier das einjährige Jubiläum unseres Ladens. Ich wohne leider noch nicht hier, ziehe es aber in Betracht, nächstes Jahr hier nach Prenzlauer Berg zu ziehen. Also mir gefällt es hier persönlich super. Wir haben uns definitiv einer der besten Ecken hier ausgesucht. Wir haben die Kreuzung hier direkt vor Ort. Extrem viele Menschen passieren diese halt auch. Die Spitze, finde ich, machen die Menschen, die hier jeden Tag vorbeilaufen, so besonders. Es treffen so viele verschiedene Charaktere hier aufeinander, dass es immer wieder schön zu sehen ist, dass Menschen miteinander harmonieren, trotz, weiß ich nicht, Regen. Also zum Beispiel Regen macht uns nichts aus, ne? So, oder 35 Grad. Also diese Bank ist unwahrscheinlich besonders. Wir haben ja hier auch die Schule, ist ja hier auch in der Nähe, die kleinen Kinder. Genauso, um hier reinzukommen und sich ihre Bonbons abzustauen. ja, also diese Spitze hier definitiv in Prenzlauer Berg machen die Menschen aus. Ja. Ja. Wie Familie, ja. Also jeder mit jedem und alle unterstützen einen. Brauchen wir eine Pinzette, dann geht's zum Friseur. Brauchen wir ein Maßband, dann geht es rüber ins Weißenseer Kunststübchen. Ja, also wie gesagt, brauchen wir Getränke, gehen wir zum Späti. Also das ist schon sehr familiär und ich finde, das macht es auch aus. Irgendwie Nachbarschaft, mit dem man sich eventuell nicht so einig ist oder wo halt Probleme herrschen. Ich finde, es ist immer so eine angespannte Atmosphäre. Also, ja, das macht es auf alle Fälle aus. Unsere Rolle im Kiez ist es auf alle Fälle Motivation, lustig sein, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen, definitiv. Wir üben ja Kunst aus. Das ist auch ganz wichtig, dieses so zu vermitteln. Es gibt halt immer noch 2 Ansichten. Es gibt immer noch die, die so, ne, so, also ob das jetzt so viel mit Kunst zu tun hat. Ja, also für uns ist es Kunst und wir lieben es, dieses auch ausleben zu können, ohne dass uns hier irgendjemand im Wege steht. Im Gegenteil, das ist so familiär, dass das so eine Mundpropaganda ist, dass aus sämtlichen Ecken definitiv immer wieder welche hergeschickt werden. Und dann halt auch fröhlich oder glücklich nach Hause gehen. Ja, das ist unser Konzept. Ja, Kunst. Genau. Der Swimmingpool fehlt bei 35 Grad mitten auf der Kreuzung. Ja, ja, ein schöner Park eigentlich. Ich finde, ein Park fehlt. So hier irgendwo, wenn es halt nur 10 Quadratmeter wären. Ne? Also, so, ja, so 10 Quadratmeter, ne? Also ich finde, das ist halt so alles so Stein asphaltiert hier so, ne? Das ist so schade eigentlich, ja. Also ich finde, es erscheint oder es wirkt immer noch alles so ein bisschen grau. Ich würde es alles so ein bisschen grüner gestalten. Also mehr Bäume definitiv. Ein Fahrradweg müsste auf alle Fälle her. Ja, definitiv. Grün, einfach lebendiger. Lebendiger müsste es gestaltet werden.
Ja, eine Litfaßsäule hätte ich gerne genau hier. Was? Eine Litfaßsäule. Nein, so eine Litfaßsäule, wo diese ganzen Plakate rangeklebt werden, so von Veranstaltungen und so. Ja, das wäre schön. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem. Also ich finde dieses alte, trotz dass alledem das immer noch so ein bisschen in einem Grau erscheint, ich finde, das machen halt auch diese Bezirke aus. Also das ist genauso wie im Friedrichshain, ne? So dieses überall sind dann halt die Läden und trotzdem sieht das alles nicht so saniert und pompös aus und so. Also ich finde, so ein Stückchen sollte immer schon bleiben, aber trotzdem hätte ich es gerne noch ein bisschen grüner. Also schon alleine der Kinder wegen hier auch auf der Strecke. Ja, und Fahrradwege, vor allem Fahrradwege, ja. Ja. Ja, hättet ihr mir nicht auf Bildern gezeigt, was ein Parklet ist, hätte ich die Definition nicht gewusst. Allerdings Parklet, ich hätte es abgeleitet davon, dass es irgendwas mit Parken zu tun hat, also mit Abstellen. Ja. Die Bedeutung, ich habe es letztens unten an der Straße gesehen und ich musste mit positivem Entsetzen feststellen, dass es mir unwahrscheinlich gut gefällt. Es hat was wahnsinnig Lockeres, Gemütliches. Also es ist wie so ein Wohnzimmer. Ohne Dach. ich habe noch keine Aktion mitgemacht. Die Aktion startet jetzt am Samstag bis Sonntag. Ich werde definitiv vor Ort sein, ab Samstag 9 Uhr. Ich werde auf alle Fälle alle Menschen dieser Welt, die hier diese Straße passieren, dazu animieren, sich einfach mal raufzusetzen und einfach mal abzuschalten und zu entspannen, zu genießen. Also einfach mal dieses Feeling in sich aufsaugen, ja, und entspannen. Einfach mal locker flockig, mit Spaß auf alle Fälle und mit großen Augen, was das Tolles ist. Ja. Ich finde, das ist einfach was Eigenes für diesen Kiez. Vor allem ist es was anderes. Also es hat nicht jeder Bezirk und ich finde auch, wenn sowas hier an der Spitze oder die Straße hoch und runter stehen würde, es hat sowas wie Magnet, so dieses, wenn man dann sagt so, ey, hast du Lust heute Abend mal auf ein Parklet mit mir, weiß ich nicht, eine Cola zu trinken oder ein Bier. Ich finde das, ich finde, es ist was Eigenes und es ist was Wertvolles. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Definitiv ist es ein Gespräch wert. Ja, wie kommt man dazu? Woher kommt es? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wer hat euch das hingestellt? Wie lange steht es? Eventuell kommen ja auch so Fragen auf, wie könnte man an so ein Parklet rankommen, dass man es vielleicht mal mietet oder sowas fürs Wochenende. Ne? Ach so. Ja, es würde auf alle Fälle noch familiärer werden. Definitiv würde es auch die den kleinen Kindern animieren, einfach mal sich raufzusetzen, ein Bonbon abzustauben, nach dem Probesitzen. Ich finde, das hätte noch was viel, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich finde, so ein Parklet verbindet noch viel mehr. Ne? Also so dieses Familiäre, dass man Gespräche führt, dass man sich Zeit nimmt. Vor allem Zeit, wenn man Zeit hat, dass man sich Zeit nimmt, erst recht für die kleinen Fratzen dieser Welt. Also ich mag Kinder besonders, wirklich. ja, dass man halt einfach zueinander findet, sich auf eine Art und Weise. Ich finde, so ein Parklet ist halt auch so ein kleines Magnet, ne? Für Jung und Alt.